Buenos dias, oder wie man auch immer hier sagt, auf jeden Fall mein herzliches Willkommen zum neuen Video. Diesmal wieder auf einem kleinen Wanderweg unterwegs. Klein deswegen, sind nur, glaube ich, 6 oder 7 Kilometer. Also lässig in einem Nachmittag machbar. Da waren auch die Hundepfoten nicht ganz so müde und da laufen wir jetzt entlang. Achso, ja, der Wanderweg heißt Camino Vera de Cruz. Hübscher Name, hübscher Weg. Und wie hübsch? Varianten liegt ganz einfach daran, dass ich gedacht habe, hoch ja, lernen wir mal ein bisschen Spanisch. Bisher konnte ich nämlich noch nichts und einfach mal versucht habe, diese Standardfloskeln, guten Morgen, guten Mittag, Dankeschön, bitteschön und wie auch immer, einfach mal zu lernen. Und dann kam ich an und habe freudestrahlend dem ersten spanischen Farmer, der mich über den Weg gelaufen bin, gesagt, Buen Dias! Und der meinte nur, Buen Dia. Hä? Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Ja, das ist einfach regional unterschiedlich, ob man Bon Dia, Bon Dias, Buenos Dias, Buenos Dia oder einfach nur Bon Dia sagt, so ein bisschen gemischt. So praktisch wie bei uns ist Moin Moin, Guten Morgen, Moin. Ja, jetzt bin ich auch schlauer und weiß es auch. Aber es muss einem nicht peinlich sein, weil die Spanier, die tauschen es auch alle durcheinander aus. Je nachdem, wen sie dann sehen. Der Wanderweg hier, der Camino Vera Cruz, eignet sich besonders gut, wenn man mittags unterwegs sein möchte, weil dadurch, dass hier überall so kleine Bäumchen stehen hat, ist hier ab und zu auch schattig, das heißt, es ist nicht ganz so pralle heiß. Gerade für einen Hund, perfekt. Der Baum hinter mir, der spendet zwar jetzt hier im Moment Schatten, aber auch nur, weil ich ein bisschen ins Feld reingeklettert bin. Das ist nämlich ein wunderschöner, uralter, knorkiger, fetter, dicker Olivenbaum. Und die gibt es hier eine nach dem anderen. Und das Tolle dran ist, jeder einzelne sieht hübscher aus wie der nächste. Ups, haben wir uns verlaufen. Aber diesmal war ich schlau genug, ich habe zwei Karten dabei. Und ich navigiere mit Maps.me. Eine wunderschöne App, eigentlich zum Autofahren gedacht, funktioniert zum Wandern aber genauso gut. Basiert alles auf OpenStreetMaps-Daten. Das heißt, wenn ich selber was finde, kann ich das auch dort eintragen. Problem in dem Ganzen, die Desktop-Version verbraucht sehr viel Strom und es ist sehr kompliziert, da was einzutragen. Mit dem Handy ist einfacher. Deswegen zeige ich euch weiterhin alle Sachen über Google Maps. Auch den Weg, wo wir heute laufen und alles, was es da drauf gibt. Unten Google Maps. Die Adressen stehen drin, beziehungsweise die Orte oder GPS-Daten. Warum wir uns verlaufen haben? Naja, Jackie hat mehr mit der Nase gedacht. Der Raffa hat mehr mit den Augen geguckt, aber halt nicht auf die Karte. Der kleine Abstecher hat sich allerdings gelohnt. Die Bilder habt ihr gerade schon gesehen dazu. Und wir laufen jetzt einfach weiter. Zurück auf den richtigen Weg. Und nicht die komischen Wege, die nebendran sind. Ich glaub's heute echt nicht. Also entweder lässt meine Navigationsfähigkeit nach so 2 Monaten Reisen oder irgendwas ist heute komisch. Weil dieser kleine Weg, den ich eigentlich gedacht habe, nee, das kann nicht der Wanderweg sein. Braucht keine Beschilderung dran, steht gar nichts, nichts, nada. Das ist der Wanderweg. Ich bin jetzt ja, so 200-300 Meter reingelaufen und plötzlich sieht man wieder Beschilderung. Aber es ist echt süß. So ein kleiner, mini, schmaler Pfad. Man muss immer wieder ducken wegen den ganzen Büschen und Bäumen, die hier sind. Aber es ist echt süß. Guck mal.
Da lang geht's. Der kleine Weg wurde dann ein klein Stückchen breiter. Da gab es auch wieder Beschilderung und plötzlich war man wieder auf einem Feld und es gab keine Beschilderung. Als ich dann wieder zurückgelaufen bin von diesem Feld, dann standen wir plötzlich auf dieser Röhre hier drauf. Das da. Das ist einfach eine Wasserleitung, die hier am Berg entlang gelegt wurde und auf der einfach dann der Wanderweg drauf läuft. Jackie geht's wieder noch gut? Ja, du. Der Maus geht's gut. Ja, wir sind jetzt aus dem Tal raus, auf den Berg hoch. Und hier hat man eine verdammt mega geile Aussicht. Wir sind auch schon fast am Ziel angekommen. Und hier ist sogar ein Schild dran, wie wir nach Hause finden wieder. Echt nice, ne? Hat sich gelohnt, hier durchzumarschieren. Vor allem hier oben ist es nicht mehr so kalt wie in dem Tunnel vorher und in dem Tal. Ja, da hat man schon fast gefroren. Und das in Spanien. Mittags. Okay, wir laufen jetzt weiter. Da lang. Das war's auch schon. Bei mir hätte es nicht zu bieten. Ist nur ein kleiner Weiler. Also ich schätze mal vielleicht 50 Einwohner, wenn es hochkommt. Und davon wahrscheinlich 30 Hunde. Zumindest bellt es hier an jeder Ecke. Und Jackie hat ganz, ganz, ganz viel Freude, mal zurückzubellen. Juhu, wunderbar. Und aus ein paar hübschen Häuschen und einem schönen Brunnen mit Trinkwasser wohlgemerkt. Und ein paar richtig, richtig, richtig leckeren Orangen. Sehen zumindest so aus. Ich habe jetzt keine gegessen. Ich werde hier niemanden bestehlen. Gibt's hier wirklich nichts. Deswegen wandern wir jetzt heim. Aber nicht denselben Weg. Wir gehen einen anderen Weg. Der Schattengesicht, der tut gerade echt gut. Den ganzen Tag in der Sonne laufen. Ich empfehle es jedem, der hier in der Gegend ist, diesen Weg zu laufen. Ich habe die Orte unten in der Videobeschreibung natürlich für euch drin. Ihr könnt es nochmal nachschauen, wo das überhaupt ist. Hat mich gefreut, dass ihr so ewig lang dabei geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr uns einen Daumen nach oben geben. Da auf der Jackie könnt ihr den Kanal abonnieren. Und hier oben kommt ihr zum letzten Video zurück. Bis dann und tschö. Und wir schlafen jetzt, gell? Ja, kleine Prinzessin.